Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Freunde, ich habe Big News für euch, Big News. Die FIFA Mobile 23 Beta ist draußen, Freunde. Man kann jetzt die Beta zu FIFA Mobile 23 spielen. Das hat EA, ich weiß gar nicht, wann hatten sie es gepostet auf Twitter, so gegen 5 Uhr morgens, deutscher Zeit. Haben sie es auf Twitter gepostet, dass die FIFA Mobile 23 Beta verfügbar ist. Ich blende euch jetzt mal hier schnell den Tweet ein. Wir gehen auch gleich rüber zu der offiziellen EA FIFA Mobile Seite, wo es dann nochmal genauer detailliert steht. Ihr seht es ja aktuell nur in Kanada und in Indien ist das Ganze verfügbar. Und halt für Android-User. Für iOS-User geht es leider nicht, Freunde. Ich kann die Beta leider nicht spielen. Aber ihr könnt sie spielen, also für alle, die halt Android haben. Es kam sehr, sehr überraschend, Freunde. Ich habe damit auch wirklich gar nicht gerechnet, aber man kann jetzt die Beta spielen im Google Play Store. Ich hau euch den Link gerne in die Videobeschreibung auch und in die Kommentaren, damit ihr euch das runterladen könnt. Wie gesagt, ob ihr es spielen könnt, vielleicht kann man es mit einem VPN probieren. So wie es ja letztes Mal bei der Beta ging es ja auch. Konnte man VPN installieren und dann kann man ja vielleicht auf, Indien umswitchen und Kanada umswitchen, sodass man es jetzt schon spielen kann, Freunde. Aber keine Sorge, es wird auch für uns, also halt für Deutschland, sagen wir besser so, für Deutschland zur Verfügung sein. Also es wird auf jeden Fall auch in Deutschland klappen. Dazu, Freunde, dazu ganz wichtig, gehen wir jetzt zusammen rüber auf die FIFA Mobile Seite, wo das alles dann nochmal genauer beschrieben ist, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt sind wir da. Ich kann euch gerne auch nochmal hier die Seite auch in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr mich oben auch auf jetzt herunterladen gehen. Dann könnt ihr es auch euch darüber herunterladen. Also Freunde, hier, das ist wirklich offiziell EA FIFA Mobile, EA Sports FIFA Mobile. Test verschiedene Modi, Features, Gameplay, Inhalte aus der nächsten Saison, die derzeit entwickelt werden. Also, genau. Hallo liebe FIFA Mobile Fans, wir präsentieren euch eine Limited Beta für FIFA Mobile. Ihr könnt verschiedene derzeit entwickelte Modi, Features, Gameplay, Inhalte aus der nächsten Saison testen. Also, man kann halt jetzt hier genau, sieht man jetzt den Zeitpunkt. Die Beta beginnt ab Montag, den 22. November und läuft 3 Wochen lang. So wie ich das jetzt verstehe, ist dieser Zeitpunkt für uns in Deutschland gedacht, weil sonst würde ich es halt nicht verstehen. Weil jetzt ist, wir haben ja den, welchen haben wir, den 12. haben wir heute, ne? 12. Oktober müssten wir haben. Und man kann sie ja jetzt schon spielen, aber halt nur auf Indien- und Kanada-Servern. Hier steht auch Länder, die Beta ist für Benutzer in Indien, Rumänien und Kanada verfügbar. Aber vielleicht geht das dann ab dem 22. November dann für Deutschland. So genau bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die mit diesem Zeitpunkt genau meinen. Also die Beta beginnt ab Montag, den 22. November und läuft 3 Wochen lang. Also wie ich es verstehe, ist es der Zeitpunkt für uns Deutsche gemeint. Weil man kann sie ja wirklich jetzt schon spielen, es gibt jetzt schon Gameplays, die man sich angucken kann, also man kann es auf jeden Fall jetzt schon spielen. Genau, hier steht auch nochmal Spiele die Beta, gut, bei mir geht es halt wie gesagt nicht, weil ich halt kein Android habe. Teilnehmende Geräte, die Beta ist nur im Google Play Store erhältlich, Freunde, habe ich auch schon gerade gesagt. Also halt für uns, also für alle iOS-Nutzer, dickes F, wir können es leider nicht spielen. Erhaltene Modis ist auch nochmal interessant. Die Beta umfasst limitierte Modi, die in kürzlichen Modi vertreten sein werden. Freut euch auf diese Inhalte. Also das könnt ihr alles halt spielen. Mini-Events, Skillspiele, Partien, Worst Angriff, 1 gegen 1, visuelles Upgrade mit neuen Grafikeinstellungen. Finde ich sehr geil. Also es gibt wieder eine verbesserte Grafik. Audio-Kommentar, Steuerung, Soundeffekte, kennen wir schon alles. Neue Menüs und Benutzeroberflächen, auch sehr interessant. Neues Spieler-Trainingssystem, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also neues Spieler-Trainingssystem, vielleicht kriegen wir ein neues, besseres Trainingssystem. Vielleicht kann man ja auch jetzt Positionen umswitchen, so wie im echten FIFA. Also das hört sich sehr interessant an. Tägliche Quests, vereinfachte Star Pass, Anmeldzusatzboni, neuer Shop-Eingang, neue Shop-Packs, Basisspieler, Bas-Icon und Event-Spieler. Genau, hier steht auch noch, in der Beta gibt es keine bezahlten Pass oder Packs. Käufe sind in der Beta deaktiviert. Also man kann, ja, Free-to-Play spielen. Man muss sogar Free-to-Play spielen in der Beta. Keine Vorschläge oder Kontodaten werden aus der Beta in die aktuelle, in die kommende Saison übernommen. Bugmeldungen, ja, wenn wir Bug haben, Feedback, wir freuen uns auf Feedback. Okay, Freunde, das war's eigentlich schon. Also kurz zusammengefasst, die Beta kann man jetzt spielen. Wie gesagt, probiert es mal aus, ob ihr sie jetzt spielen könnt. Geht einfach mal hier auf die Seite, holt euch die Beta, downloadet euch die App.
und guckt, ob die jetzt schon spielen können, weil wie gesagt, ich habe schon einige gesehen, die die Beta spielen können. Jetzt macht mich halt wieder dieser Zeitpunkt, also irritiert mich ein bisschen dieser Zeitpunkt mit dem 22. November. Die Beta für Benutzer in Indien, Rumänien, Kanada, ja, das stimmt, das hat ja auch EA auf Twitter gepostet. Aber vielleicht kann man das umgehen, wie gesagt, mit einem VPN. Probiert es einfach mal aus, Freunde. Vielleicht mache ich morgen nochmal ein genaueres Video dazu. Ich versuche mich jetzt selber nochmal genau da reinzufuchsen, weil ich habe halt, wie gesagt, kein Android. Ich kann mich da jetzt selber nicht so genau schlau machen. Ich habe halt iOS. Von daher muss ich halt Leute fragen, wie das geht. Mal gucken, ob ich da was noch mal Besseres herausfinde, weil wie gesagt, es irritiert halt schon, weil der jetzt steht, beginnt ab Montag, den 2. November, obwohl es jetzt halt schon geht. Ich, wie gesagt, sonst würde ich halt verstehen, dass wir halt in Deutschland ab dem 22. November spielen, aber es macht auch irgendwie nicht so einen Sinn, warum können dann Indien und Kanada jetzt schon spielen. Ja, Freunde, es ist noch ein bisschen verwirrend, aber Fakt ist, man kann es spielen, es gibt Gameplays. Wie gesagt, ladet euch das mal runter, probiert es mal mit dem VPN, ob das irgendwie klappt, dass ihr dann auf VPN Kanada geht und dann, dass ihr es dann spielen könnt, die Beta. Wie gesagt, ich versuche mich da auch noch mal ein bisschen schlau zu machen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich geil. Die Beta können wir zocken, das ist sehr, sehr nice, finde ich sehr geil. Ihr könnt auch, wenn ihr es schon spielt, eure Erfahrungen gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Das Hype FIFA momentan hat ja natürlich immer noch ein bisschen die Beta. Klar, es ist halt nur eine Beta, wie gesagt, in Anführungszeichen. Es ist nichts Weltbewegendes, irgendwie richtig Krasses. Aber trotzdem hier, was man hier so alles ausprobieren kann, vor allem auch die neuen Sachen, hört sich doch sehr interessant an in meinen Ohren. Also meiner Meinung nach. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es dann gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wenn, wie gesagt, was Neues kommt, erfahrt ihr das hier auf meinem Kanal. Also, Freunde, FIFA Mobile Limited Beta ist jetzt da. Man kann sie spielen. Probiert es gerne aus. Ich packe euch die Links in die Kommentare, also in die Videobox, in die Infobox. Und ja, ich kann es auch nochmal als Kommentar anpinnen unten. Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken, vielleicht kommt morgen nochmal ein Video dazu. Ich werde dann sehen. Und ja, Freunde, macht's gut. Bis morgen. Haut rein. Und viel Spaß beim Zocken, ganz klar. Haut rein. Ciao.